Forschung und Wissenschaft kostet selbstverständlich Geld. Wir wissen aber, dass jeder Cent und jeder Euro ein gut investierter Euro oder ein gut investierter Cent ist. Deswegen an die 100 Millionen Euro investieren wir jährlich in den Forschungsbereich. Das heißt im Vergleich zu den anderen Bundesländern auf Platz 2, nur Wien ist vor uns und wir sind gleich auf Platz 2. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen natürlich weiterhin in den Forschungsbereich investieren und wichtig ist mir vor allem Wissenschaft, Forschung in der Gesellschaft, in der Bevölkerung zu verankern. Das heißt, wir werden hier vor allem starke Akzente in der Vermittlungsarbeit legen. Das heißt, unser aller Aufgabe ist es, Forschung auf einen einfachen Nenner zu bringen, einfach auf einfache Art und Weise zu erklären, was ist Forschung, welche Bedeutung hat Forschung für uns, um eben den Forschungsbereich auch für jeden zugänglich zu machen, damit eben die Bevölkerung weiß, Wissenschaft ist nicht fern unserer Lebenswelt, sondern ist Bestandteil, wichtiger Bestandteil unserer Lebenswelt und vor allem wichtige Grundlage auch für die Zukunft. Wir arbeiten seit Anbeginn bei der Science Fair mit. Hier machen Schulen ihre Projekte in Unterstützung mit uns und das wird dann in Grafeneck bei einer großen Veranstaltung präsentiert. Und wir haben dieses Jahr unsere Partnerschule, das BRG Weidhofen, hat dieses Jahr den ersten Preis gewonnen und darüber bin ich sehr stolz und freue mich sehr. Die haben ein wunderbares Projekt über Neophyten, also eingewanderte Pflanzen, gemacht. Dieser neue Schwerpunkt, der jetzt hier gesetzt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist wirklich ein großer Schritt vorwärts. Es ist ganz, ganz wichtig, das Bewusstsein zu stärken für vor allem die Jugend, dass Forschung und Wissenschaft eine der wesentlichen Perspektiven für die weitere Entwicklung Österreichs, aber auch Europas ist. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns hier ein ganz großes Ziel gesetzt, nämlich Forschung und Wissenschaft den Schülerinnen und Schülern, vor allem der Jugend, näher zu bringen. Die genannten Beispiele haben gezeigt, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Wir wollen aber natürlich noch besser werden und wollen hier noch mehr an Initiativen setzen. Und uns ist es vor allem auch wichtig, dass wir die jungen Menschen neugierig machen, dass sie einen tollen Zugang zu Wissenschaft und Forschung bekommen, dass hier vor allem Hürden abgebaut werden können und Wissenschaft und Forschung eine Selbstverständlichkeit wird, dass das ein fixer Bestandteil unseres Lebens ist.